Da steht sie, fertig gepackt für die große Sommertour. Sieht schon gut aus. Der Tageskilometer ist abgenullt. Wir starten mit 9.469 Kilometer bei 19 Grad. Aber es geht gemütlich los. Von Braunschweig durchs Weser-Leine-Bergland über den Roten Fuchs an Paderborn vorbei nach Soest. Dort Freunde besucht, in Dillenburg mein Vater, in Beselich und Mühltal Studienfreunde, die mich noch für Sardinien schlau machen, und über den Campingplatz Reisachmühle runter zum Bodensee. Das sind die Vorlaufetappen. Doch hier starten wir erstmal gemütlich an der Weserfähre bei Polle, eine traditionelle Seilfähre. Und hier was ganz Neues. Deutschland hat wirklich viele Schilder. Hier heißt es also jetzt, dass der Eiswurf im Winterhalbjahr möglich ist und dass man deshalb wohl besser den Helm auflässt, wenn man hier irgendwo Pause macht. Okay, schon verrückt. Zwei Menschlein an dem Pylon. 120 Meter Narbenhöhe, boah. Die Stadttürme von Soest, hier im typisch grünen Sandstein, haben mich überrascht. Und so nehme ich diese Kreisstadt im Westfälischen zum ersten Mal wahr, weil ich dort Freunde besuche und es genieße, mit ihnen diese kleine Kreisstadt zu besuchen und zu besichtigen. Doch dann geht's weiter, von Soest nach Dillenburg, Beselich, Mühltal, runter in den Weinheimer Bereich, in der Bergstraße, im Odenwald. Immer wieder ein schöner Ort. Und so genieße ich das Treiben auf dem Marktplatz. Von dort ging es dann weiter runter zum Campingplatz Reisachmühle, wo ich den ersten Reisetag beenden werde. Nach 762 bummeligen Kilometern und 13 Stunden Fahrzeit habe ich es geschafft. Der erste Reisetag geht zu Ende. Und hier in Reisach war es gut, dass ich erstmal alles wetterfest gemacht habe. Denn es gab über Nacht langanhaltenden Regen. Von dort ging es dann wieder weiter. Ich fahre keine Autobahnen, sondern nur kleinste Land- und Kreisstraßen, die wir www.kurwiger.de aussuchen. Vorbei an wirklich herrlichen Ecken, hier in Friedingen an der Donau. Dann das Tagesziel, der Bodensee. Hier am Rheintor bei Konstanz schaue ich mir die historische Bedeutung dieses Örtchens an und bin überrascht über den doch hohen Wasserstand. Hier entspringt der Rhein dem Bodensee und geht in seinem Flussbett auf und davon. Der Campingplatz des DKVs, des Deutschen Kanuverbands, war eine willkommene Außenstätte. Und so bin ich dann überrascht über den wirklich hohen Wasserstand. Die Überlinger Fähre sieht wirklich aus, als könnte sie einiges an Kapazitäten haben. Der Wasserstand war hier wirklich Oberkante, Unterlippe, wie man so schön sagt. Ja, und nach diesem entspannten Fahrtag, den ich bewusst hinter dem Schwarzwald einmal quer eine mir unbekannte Strecke gewählt habe, beende ich denn den zweiten Reisetag am Bodensee. Ja, und mit frischer Energie geht es den anderen Tag direkt hoch in die Berge. Die Silvretta Hochalpenstraße war schon wirklich ein Genuss. Und so habe ich denn oben schon mal das breite Grinsen im Gesicht. Hier mache ich noch eine Pause vor dem Silvretta Stausee und schaue mir den Wermutstollen an. Ein wirklich beeindruckend offenes und kühles Teil. Die Wermutbahn. Eiskalte Luft strömt hier aus dem Schacht. Und hier eine Menge Regen von der Decke. Ja, und der Himmel ist zwar noch nicht ganz offen, aber man sieht immer wieder blau. Hier oben allerdings noch Schnee und so war es recht frisch am Silvretta Stausee und auf der Bieler Höhe auf knapp 2000 Meter. Und ich habe die Fahrt von dort oben genossen. Einfach gemütlich durchs Land gebummelt und dann in Richtung Landeck runter. Landeck habe ich dann nach 4,5 Stunden und 216 Tourkilometern erreicht
und bin dort ganz gemütlich erst einmal auf den Campingplatz gegangen. Camping Riffler war wirklich eine gute Entscheidung. Und auch in dieser Nacht gab es wieder reichlichst Regen. Die Sanna, kurz vor dem Zufluss in den Inn, rauscht natürlich mächtig. Und von Landeck ging es dann frisch an zum Stilfser Joch. Die Sonne und die blauen Wolken tun das Übrige. Und so kann ich nur die Fahrt gemütlich und bummelig angehen. Es war die richtige Entscheidung, über diesen Weg zu gehen. Denn die Strecke war wirklich so gut wie nicht besucht. Ganz wenig Verkehr und ich konnte es wirklich genießen, mich hier einer Kehre nach der anderen hinzugeben. Es war gut zum Eingrooven und hat richtig Spaß gemacht. Doch genießt ihr erstmal die Fahrt. Ich melde mich später wieder. Schon beeindruckend die Sicht auf diese mächtigen Riesen, die nun immer näher kommen. Und auch der Schnee, der dort oben liegt. Es ist schon beeindruckend, wenn man schaut, was hier mit Menschenhand und Maschinenunterstützung alles geschafft wurde. Vor allen Dingen aber diese Radfahrer, die hier wirklich über 15, 20 Kilometer den Berg hochdrücken. Unglaublich. Und dabei müssen sie noch solch eine Kondition haben, dass sie oben nicht vollständig durchgeschwitzt sind, dass sie sich sonst in den Temperaturbereichen oben auf dem Pass mit Sicherheit eine dicke, fette Erkältung holen. Ich habe jedenfalls alle Achtung vor diesen Burschen und Frauen, die dabei sind. Ja, und ihr seht, es macht natürlich Spaß. Und auch hier kann man immer nur sagen, Blick schweifen lassen ist hier bei diesen Kurven nicht unbedingt angesagt. Da sollte man sich schon ein festes Plätzchen suchen. Hier mal wieder die übrige oder übliche Aktion. Ein Fotograf liegt auf der Lauer und man kann sich dann später auf der Website suchen und das Bild für teuer Geld runterladen. Hier haben wir es fast geschafft, die Radfahrer auf jeden Fall. Und ich bin überrascht, was hier oben doch los ist. Meine Güte, ist das ein Treiben. Was mich allerdings auch veranlasst,
hier erstmal keine direkte Pause zu machen, sondern erstmal noch ein Stückchen weiter zu fahren und mir einen etwas entspannteren Pausenplatz zu suchen. Aber es ist schon heftig. Alles voll mit Bikes. Aber ich werde wohl noch ein Plätzchen finden und habe das dann auch hier gleich gefunden. Was ist das für ein Ausblick? 2758 Meter. Das ist schon beachtlich. Im Winter ist bestimmt hier ein Riesenzirkus. Aber wir haben ja Sommer. Und es freut mich, wenn ich gen Süden blicke und immer mehr offenen Himmel sehe. Hier nochmal das bekannte Passfoto und es geht weiter gen Süden. Herrliche Streckenabschnitte entdecke ich und werden mir auf der Tour von kurwieger.de vorgeschlagen. Und ich komme wirklich durch kleine, verträumte Eckchen. Wandergebiete, die sich am Wegesrand zeigen, deuten an, dass hier auf dem Passo Mortirolo auch immer wieder einiges los ist, vor allen Dingen für die Fahrradfahrer. Eine beeindruckende Gegend. Und so bin ich dann froh, dass Kurwieger mich hier wirklich auf schöne kleine Straßen führt und man entspannt dem Sommer entgegengehen kann. Die SP27 hinab und erstmal eine Pause gemacht, denn das wird jetzt doch Zeit. Und so lasse ich es entspannt angehen. Mich treibt ja nichts und ich habe alle Zeit der Welt, zumindest für die nächsten 4 Wochen, die ich mir freigenommen habe. Schon beeindruckend, in diesen Höhen über solch kleine Straßen in die Skiregion des Winters zu schauen. Hier oben war ganz schön was los, was den Wind über diese Kuppe anging. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Fahrt ins Tal, die über diese kleinen Sträßchen wirklich sehr viel Spaß zu machen scheint. Es sieht jedenfalls schon mal verheißungsvoll aus. Schnell noch die Kamera vorne festgemacht und dann geht's schon los. Und ihr genießt erstmal die Fahrt. Ja, ich kann es wirklich bummelig angehen lassen und vielleicht erzähle ich ein bisschen, was ich eigentlich vorhabe. Ich bin auf dem Weg gen Süden. Mein großes Ziel der Sommertour ist Sardinien. Aber ich habe nicht Lust auf den Hänger oder mit Autoreisezug dort runter, sondern ich habe mir gesagt, der Weg ist das Ziel. Und so genieße ich denn die Fahrt, die ich mir hier über kleinste Wege rausgesucht habe. Ich mache das im Übrigen mit der kurwieger.de App, mit der ich in diesem Urlaub sehr viel experimentiert habe und von der ich sehr begeistert bin. Meine Maschine selbst ist ja mit dem BMW Navigator 6 ausgestattet, der allerdings ähnlich stark beim Aufsuchen von Kurvenstrecken ist, aber in der Flexibilität, was die Beweglichkeit des Hin- und Hertransferierens von Daten und dergleichen mehr angeht, ist das wirklich ein Steinzeitfossil. Ja, und so langsam komme ich denn in Richtung Lago di Idro. Und ich werde euch nach den Aufnahmen vom Lago, die ihr hier schon mal sehen könnt, Lago di Idro, wo man von oben aus den Bergen runterkommt, gleich mal die Karte einblenden, um euch einen kleinen Überblick zu geben, wo ich hergekommen bin und wo es jetzt auf der anderen Seite weitergeht. Den Lago di Idro werde ich noch einmal in einer großen Rundtour besuchen. Insofern
geht es jetzt auf die letzte Etappe rüber zum Gardasee, der nochmal ein paar wirklich nette Abschnitte mit sich bringen wird. Und so lasse ich es denn weiterhin gemütlich laufen, genieße einfach die Tatsache, dass ich alles dabei habe, was ich brauche. In meinem linken Koffer befindet sich mein Haus, sprich Zelt, Schlafsack, Isomatte, alles, was ich zum Schlafen und für die Nacht brauche. Im rechten Koffer habe ich die Küche mit Lebensmitteln, Vorräten, um jederzeit an jedem Ort einfach sagen zu können, hier ist es gut, hier gefällt es mir. Und vor allen Dingen wollte ich mich nicht zum Getriebenen meiner eigenen Planung machen und die Freiheit haben, wenn es mir irgendwo gefällt oder das Wetter an irgendeiner Stelle nicht gut ist, einfach ausweichen zu können und nicht durch gebuchte Hotels und feste Planungen mich in ein Sommerkorsett zu zwingen. Hier geht es die Zufahrt zum Passo di Croce Domini hinauf und es wird ein echtes Vergnügen, diese Strecke zu fahren. Mal filme ich, mal mache ich Fotos, je nachdem, was gerade funktioniert und was gerade entspannt zu betreiben ist. Es macht jedenfalls sehr viel Spaß. Meine Planung, mit dem Zelt zu fahren, ist wirklich gut. Ich mache das sehr gerne, da ich auch nie gegen die Uhr fahren möchte, weil ich irgendwo an einem Ort sein muss, weil dort ein Hotel auf mich wartet, habe ich so wirklich die Freiheit, die ich brauche und die ich auch suche. Das ungezwungene Dahingleiten, ohne viel Stress und Druck, eine Strecke in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Und wenn ihr dann mal abends, wenn ich das einblende, auf die Streckenabschnitte und die Streckenauswertungen des Displays schaut, dann werdet ihr sehen, dass ich kaum viel schneller als 50 km/h, ja in weiten Teilen sogar unter 50 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit habe. Ich will die Fahrt und das Dahingleiten genießen. Es packt mich hin und wieder natürlich auch mal, den Esel einfach fliegen zu lassen und sich in die Kurven zu geben, aber immer wieder gibt es so viel zu schauen. Und von der Seite liegt hier die Priorität ganz eindeutig auf dem Genießen. Auch wenn ich wie hier den Film schon manchmal etwas schneller ablaufen lasse. Hier sind sie wieder, die wahren Helden, die ich wirklich bewundere. Obwohl ich dieses Hobby auffröne, so habe ich es noch nie in den Bergen getan. Denn im Flachland ist es da schon etwas einfacher. In den folgenden Abschnitten noch ein paar Fotoimpressionen dieses Streckenabschnitts, der mich wirklich fasziniert hat. Kleinste Straßen, verschattet, Sonne fällt hinein, Felsen und immer wieder Sicht auf Abschnitte und in Täler. Das hat mich wirklich fasziniert und man ist hier wirklich, wie man glaubt, allein unterwegs. Und es ist wirklich so, dass man sich daran sehr gewöhnen muss, dass auch hier Gegenverkehr kommen kann. Hier mal wieder eine Schussübung auf ein Verkehrsschild, sah nach einer Ladung Blei aus. Und so geht es dann weiter hier auf kleinsten Wegen. Die Freiheit einfach zu sagen, meide die Straßen, die groß sind. Und hier gab es endlich mal wieder Gegenverkehr, den man aber sauber parieren kann. Im Übrigen hier in der Straße seht ihr eine kleine schmale Naht. Das ist vom Internet, was mittlerweile hier in Italien fast das letzte Dorf erreicht. Es wird Glasfaser erschlossen. Und von daher ist hier wirklich was los. Traumhaft kann ich euch sagen. Es ist so schön, diese Freiheit zu haben und nicht irgendwie the best of abfahren zu müssen. Hier hätte mir mal ein automatischer Übersetzer geholfen, aber ich ging davon aus, da mir auch ein Auto bzw. ein Motorrad entgegenkam, dass man hier durchaus weiterkommt, was ich am Anfang erstmal bezweifelt habe. Aber dieser Bogen rechts erwies sich dann doch als Tunneldurchfahrt und ich kam auf der anderen Seite wieder weiter. Schon interessant.
diese Zuwägungen und Abwägungen durch ganz verträumtes Hinterland. Tiere hatte ich bislang noch gar nicht gesehen. Sowohl Weidevieh als auch Wildtiere waren in dieser Region bis jetzt überhaupt nicht in Erscheinung getreten, was mich zunächst auch beruhigt hatte. Umso mehr kann ich mich hier dem Blick und der Strecke widmen, die mich noch eine ganze Weile beschäftigt hat. Die Sonne kommt schon flacher und ich hoffe, dass ich dann auch bald am Gardasee ankomme. Der Gardasee selbst war nicht vorrangig das Ziel, sondern mehr das Umfeld des Gardasees. Ich strebe jetzt erstmal Toscalona Moderna an und will dort auf dem Campingplatz für eine Nacht, aber will mir dann im Umfeld, da ich vermute, dass sehr viel los ist am See, im Umfeld des Sees irgendwo einen kleineren Campingplatz suchen und mich dann dort im Umfeld des Gardasees in den Bergen tummeln. Hab mir über den Winter so einiges angeschaut und kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr reizvoll ist. Da ich im letzten Jahr mit meiner Partnerin und dem Campingmobil in der Region des Gardasees war, ist mir klar gewesen, hier muss ich mit dem Motorrad hin. Und das werde ich jetzt auf dem Weg nach Sardinien auch tun. Insofern treibt es mich nicht. Ich habe mir 3-4 Tage Zeit genommen für den Gardasee und seine Umfeldstrecken und hoffe auf eine ganz entspannte Zeit. Genießt ihr erst einmal die Blicke und die Wege, die ich mir herausgesucht habe. Und wie gesagt, es ist herrlich. Mal blitzt die Sonne von hinten über den Spiegel und blendet. Mal kommt sie von vorne. Aber es geht jedenfalls schon in die Abendstunden. Und so werde ich an diesem Tag nach einer langen, langen Strecke den Gardasee erreichen. Aber erstmal geht es noch hierhin und dahin, denn auch vom Gardasee oder zum Gardasee sind noch einige Strecken und Pässe zu fahren durch das Hinterland. Und wer die Gegend kennt, weiß, dass es wirklich sehr reizvoll ist, in dieser Region zu fahren. Meine Maschine erlaubt mir wirklich ein flüssiges Dahingleiten und so sind auch die Berge und Pässe wirklich keine Quälerei, da der Esel, wenn man Gas gibt, schon wirklich gut abgeht. Aber ansonsten ist es wirklich ein entspanntes Dahintreiben, ein sich einlassen können auf das, was vor mir liegt und die Vorfreude auf 4 Wochen, die einfach unverplant mit ein paar groben Vorstellungen und Zielen jetzt angegangen wird. Für die Fahrt nach Sardinien habe ich mir noch gar keine feste Buchung gegönnt, da ich nicht weiß, wie lange ich am Gardasee verbringen werde. Auch ist in der Augusthälfte von großer Hitze in Sardinien die Rede, von der Sahara-Hitze, die zurzeit kommt. Und es soll auch in Sardinien relativ viele Brände geben. Insofern genieße ich erst einmal dieses italienische Bergland auf dem Wege zum Gardasee und lasse mich ganz entspannt dahin treiben. Besonders froh bin ich, dass das Wetter wirklich immer stabiler wird. Denn das war auch mit einer der Entscheidungen, die mich dieses Jahr wieder in den Süden geführt hat. Es wird zunehmend schön, zunehmend warm und so bin ich beeindruckt von der Region und dem Hinterland, durch das ich jetzt in den nächsten Minuten noch gleiten werde. Traumhaft und genauso hatte ich mir es vorgestellt. Ich kann fahren, solange ich sitzen kann. Muss mich mit niemandem abstimmen und kann es einfach genießen. Es ist schon wirklich faszinierend, dieses oberitalienische Bergland mit seinen Zuwegungen und Verbindungen mit dem Fels
der immer wieder eingeschnitten wurde, um hier für die Menschen die Zuwegung zu ihren Dörfern zu schaffen. Beeindruckend ist es allemal. Und so genieße ich Stück für Stück meines Wegs. Und endlich kommt dann auch der Lago in Sicht. Ist es nicht faszinierend, plötzlich aus den Bergen mit langen Schatten in Richtung Gardasee zu kommen? Schon faszinierend, die Sonne steht noch über dem See, aber hier auf der steilen Hangseite des Westufers geht es kurvig nach unten. Und immer wieder ist dieser riesige See, der Gardasee, in Sicht. Ich steuere meinem Ziel zu, Toscalona Moderna ist mein Ort, den ich avisiert habe, und ich werde versuchen, auf dem Campingplatz zu landen. 372 Kilometer, 6 Stunden, 6,5 Stunden Fahrzeit liegen insgesamt jetzt hinter mir. Die Gesamtstrecke bis jetzt 1600 Kilometer. Und so komme ich denn dann auf dem Campingplatz an und muss jedoch feststellen, dass ich erst abends um 21 Uhr auf den Campingplatz komme. Zum Glück kann ich alles stehen lassen, mir meine Füße schon mal kühlen und genüsslich am Strand den Blick auf den See genießen und die Seele baumeln lassen. Ich bin erstmal da und dankbar für das Ende dieses Reisetages. Und wenn ihr Lust habt, mehr zu erfahren und was ich so im Umland des Gardasees treibe, wo es lang geht, was ich entdecke und was ich mir anschaue, dann klickt einfach wieder morgen rein oder lasst ein Abo da. Auf jeden Fall freue ich mich über einen Daumen, der mir zeigt, dass es euch gefällt. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter und bis bald im Kanal. Ciao.